führt ja eine Aussage von Tauba ibn Simma an. Tauba ibn Simma war ein Asket in Raqqa. Er saß sich eines Tages hin und sinnte über sich selbst nach. Er hatte 60 Jahre hinter sich. Da wird es Zeit, dass man über sein Leben nachdenkt. Er dachte über sein Leben nach und zählte seine Lebenstage. Über 21.000 Tage hatte er hinter sich. Und dann sagte er, er schrie auf vor Schreck und sagte, über 21.000 Fehltritte. Ja, wenn man davon ausgeht, dass man am Tag nur einen einzigen Fehltritt begeht, aber das ist nicht der Fall. Meistens sind das Dinge, die sich anhäufen am Tag, auch wenn man sie als Belanglosigkeiten zählt. Oder die Taten, die man mit dem Herzen begeht. Taten, die man mit dem Herzen begeht. Das Herz kommt ja nie zum Stillstand. Und deine Gedanken, deine Entschlossenheiten, deine Vorhaben. Damit kann man auch viel bewerkstelligen. Er sagte, wenn es nur bei einem am Tag bleiben würde. Sicherlich sind da einige Jahre, 5, 6, 7 Jahre seiner Kindheit, für die er nicht zu belangen ist, aber das macht die Sache nicht aus. Es ist interessant, dass der Mensch seine, deswegen ist die Al-Muhasaba nach der Handlung besonders wichtig. Der Mensch ist nämlich dazu geneigt, seine schlechten Handlungen zu übersehen, sich nicht an sie zu erinnern und seine Hasanat oder die Khairat immer wieder in Erinnerung zu ziehen. Aber Allah Ta'ala sagt, Ahsahu Allah wa nasu. Ahsahu Allah wa nasu. Allah Ta'ala zählt sie alle auf, aber sie vergessen. Und umgekehrt, in den religiösen Dingen, in den weltlichen Dingen übersieht der Mensch gerne, was er hat und denkt an die Dinge, die er nicht hat. Er übersieht alles, was er hat, er übersieht seine Gesundheit, er übersieht seinen gesunden Körper, er übersieht seine gesunden Sinnesorgane. Er übersieht, dass er Frau und Kinder hat. Er übersieht, dass er ein Haus hat, ein Dach hat. Er übersieht, dass er dreimal am Tag Mahlzeit bekommt. Aber er denkt an die Sachen, die ihm fehlen. Und macht sich da sein eigenes Leben deswegen, betrübt sich selbst und macht sein eigenes Leben trüb wegen diesen ihm fehlenden Dingen. Deswegen sagte der Prophet, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, diesen Hadith. Er sagte, schau zu denen, die unter dir sind. Schau zu denen, die unter dir sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du das, worin du dich befindest, gering schätzt, geringer sein. Und schau zu denen, die über dir sind in den religiösen Angelegenheiten. Denn das wird dich dazu leiten, dich mit dir selbst nicht zufrieden zu geben. Nicht egoistisch und stolz zu werden.